Moin moin, liebe Leute, und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Episode von Anno 2070. Und ja, das ist jetzt Episode 8, nachdem wir jetzt das Thema Zielen geklärt haben in der letzten Episode. Ne, Henne? Ja, richtig, richtig. So, Ziel für mich in dieser Episode ist es natürlich, Gourmet-Menüs herzustellen und Champagner. Dabei muss ich allerdings auch ein bisschen aufpassen, dass mir das Geld zwischendurch nicht ausgeht, weil auch wenn die Bilanz wunderbar positiv ist, dadurch, dass ich regelmäßig Shares von meiner Hauptinsel gekauft habe in letzter Zeit, ist jetzt natürlich, naja, meine Vorräte sind ein bisschen, ganz klein bisschen erschöpft. Und sagen wir es mal so, unter Wasser, Mikrochips abzubauen, macht die Dinge auch nicht unbedingt besser. Ja, das glaube ich. Ich werde mal die Algenfraß-Handelsroute mal ein bisschen aufrüsten. Genau, weil da, wo ich den Algenfraß Oh. beziehe, da kriege ich auch die Mikrochips her. Ja, Henrik? Wo ist die erste? Oh, doch, die ersten Executives sind da. Ich weiß noch nicht wo. Hier. Na, hast du ja dein Wunderbar. Episodenziel bereits erreicht? Was? So, ich muss gerade Wird mal sein. überprüfen. Ich habe gerade ein bisschen Befürchtung, dass tatsächlich meine Tech-Produktion. Ja, die Algenproduktion reicht nicht aus. Das glaube ich. Aber ich habe mir zum Ziel gesetzt, in dieser Folge Genies zu erreichen. Ich denke, das sollte auch nicht so schwer sein. So, das heißt, wir sperren hier mal eben die Aufstiegsrechte. Die Aufstiegs-AfD. Okay, der war schlecht. Felix. Aber ich schäme mich nicht dafür. No regrets. So, werden wir mal ein paar Ressourcen rüber transportieren. So, meine Alkoholproduktion hat sich jetzt tatsächlich auch wieder erholt. Ben, was hast du getan? Drei weitere Reisfarmen gebaut. Damit man mehr Schnaps hat. Also ich vermute mal, dass es Reis ist. Ja, das sind Rice Paddies. Das ist Reis. Deswegen, also das ist definitiv Sake, den sie da produzieren. Willst du nicht mal langsam was gegen deine Ölpest hier oben tun? Ich nicht, ich lasse die mal noch ein bisschen grammeln, bis ich da Leute drauf bauen möchte. Moment, das dürfte ja auch bald passieren. Also Und muss die ich kann tatsächlich ein jetzt mal. Tornado anlocken. Ja, ich weiß. Das Schlimmer heißt. ist, die kann die der Ecos anlocken, die ich da bald drauf bauen werde. Und deshalb muss ich das wohl jetzt mal schnell machen. Na dann mach mal. Kann sein. So, Devi verkauft mir jetzt natürlich ein paar Ressourcen und jetzt ist wieder Geldknappheit angesagt. Yay! So, hier kommen jetzt langsam Mikrochips rein. Bist du noch da? Ja, ich bin noch da, auf jeden Fall. Ja, war gerade so total still. Das hat mich Total beunruhigt, still, weißt weil ich du? irgendwie gerade sehr abgelenkt davon war. Wovon war ich abgelenkt? Du warst zu Offensichtlich. abgelenkt, um zu wissen, was dich abgelenkt hat. Das ist tatsächlich so. Aber sobald Executives da sind, ja, ich weiß, die Aussprache ist nicht richtig, so wie ich sie gerade ausgesprochen habe. Ja, Executives, das kommt doch von exekutieren. Sorry. Richtig. So, ich muss hier mal langsam Devi davon stoppen, mir die ganze Zeit Carbon zu verkaufen, weil es sind ja horrende Preise, die er dafür nimmt. Ja, der weiß schon, warum er zu dir kommt. So. Achso, ich dachte schon, er kommt zu mir, Natürlich. weil er mein persönlicher Sugar Daddy werden möchte. Ja, ich wollte gerade sagen, deshalb habe ich das nochmal hinzugefügt. Ja, hierher Gut, bitte. dann. Wir brauchen mehr Algenfraß. Für mehr Algenfraß brauchen wir mehr Geld. Jetzt verkauft er mir noch 40 Tonnen Werkzeug. Ich muss echt mal den Autohandel deaktivieren. Der macht mich ja noch pleite, der Junge. Okay. Ups.
Okay, so jetzt können wir hier einfach. Macht? Nein. Zusätzliche Nahrungsmittellabore reinsetzen. Damit wir dann auf unser zu 2 Ratio kommen. 1, 2, da und noch 2 weitere. Greetings! Shoot him! Just kidding. I'm at your immediate disposal. Okay, Welcome to SAAT. Welcome to Sokov Transnational. Na, ich habe keinen Bock auf. Ich habe eigentlich Bock auf Stock Trading, aber leider. Die einzige, mit denen ich es machen kann, sind Vadim und Hector. Und. Bei beiden bin ich nicht beliebt genug. Mhm. Ich nutze das Abkommen eigentlich nicht so häufig. Ich nutze es ziemlich häufig, weil es tatsächlich mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit dir eine Menge Geld generiert. Okay. Momentchen mal. Schon seit Ewigkeiten Korallen und gehen. Und? So, jetzt habe ich hier noch mehr Algenfraß zur Verfügung. Ah, du und deine gezeiten Kraftwerkbatterien da unten auf dem Plateau. Schön alles eng beieinander. Ich meine, muss es ja, ne? Also. Ich würde ja auch gerne ein Geothermie-Kraftwerk bauen, aber leider ist kein Platz auf dieser Insel dafür. Scheiße. Was ist denn los? Ölpest auf meiner Haut. Ach, Felix. Davon bin ich jetzt ja natürlich gar nicht mal so begeistert. Da muss ich jetzt erstmal entsprechende Reinigungspumpe herstellen. Und natürlich kostet mich das erstmal 5000 Credits, die ich gerade nicht habe. Aber schrecklich. Ja, da freut sich jemand, ne? Na gut, habe ich auch verdient. Ist ja Karma, ne? Richtig. Okay, was haben wir denn hier Hübsches? Sind da noch mehr willig aufzusteigen? Ich die Pumpe. Das heißt, ich habe jetzt auch so einen lustigen Bildfilter bei Sokovs unterseeischer Insel, weil da ja das Öl auch unter Wasser ist. Ja, diese lustigen Partikel meinst du? Hm. Ja. Macht. Ah, da. Ja, hübsch, hübsch. Ja, da freut sich der kleine Gossenkobold. Ja, es war immer so ein bisschen so der Running Gag bei uns in der alten Schulgruppe. Da hatten wir alle so Spitznamen hier, so Gossenkobold, Bückstück, Schwingschleifer und so weiter. So alles Dinge, so alles Worte, die wir mal während der Klassenfahrt hier so beim Spiel Charade gezogen hatten, die wir erklären sollten. Und jetzt erklär mal einen Schwingschleifer. Was soll das bloß sein? Das ist eine hervorragende Frage. Oh, jetzt werden die Leute natürlich auch noch krank. Ist es nicht sogar so, dass eine reduzierte Ökobilanz dazu führt, dass eine Krankheit häufiger ausbricht? Das weiß ich nicht. Ich weiß nur, dass du ab minus 500 Ökobilanz eine Atemwegserkrankung kriegen kannst. Und das ist richtig scheiße. Ja, meine Steuern sind ja auch reduziert. 50%igen Produktionsmalus auf alle Gebäude. Und wenn deine Farm sowieso nur noch mit 50% produzieren sie dann gar nichts mehr. Oh, klingt auch nach Spiel, Spaß und Spannung. Ja. Module completed. So, jetzt ist auch meine effiziente Pumpe fertig. Das ist schön. Ich weiß. Ja.
Gut, so. Ich muss hier jetzt natürlich ein bisschen aufpassen, weil mir geht... Ja, ich weiß, dass es mit dem Fisch gerade dezent bergab geht und sich auch mal eben meine Schnapsproduktion halbiert hat. Alles andere wäre ja auch zu einfach. Warum lache ich eigentlich so bescheuert? Keine Ahnung, vielleicht weil du irgendwie Aufmerksamkeit generieren willst, während du aufgenommen wirst, weil du Angst hast, du könntest zu langweilig sein. Das ist natürlich eine Möglichkeit. Es könnte die Nervosität sein, die da aus dir spricht. Nein, es könnte aber auch sein, dass ich immer so bin. Ja, das hatte ich sogar für gar nicht mal so unwahrscheinlich. Richtig. Aber unabhängig davon beschäftigen wir uns jetzt mal damit, hier Schwämme anzubauen. Damit die schnellstmöglich ihre Neuroimplantate bekommen. So, ich bin jetzt mal gespannt, wie lange es dauert, bis diese Krise bei mir überstanden ist. Tatsächlich echt eine Weile. Ja, ich meine 5 Minuten oder so, oder? Oh, warte, das kann ich nicht mal auf dieses hässliche Boot packen? Na toll. Weil meine Fischereien sind jetzt bei 20% Produktion. Also das kann einen sehr negativen Impact auf meine Stadt haben. Und war das nicht immer so, dass die überhaupt nichts mehr produzieren können? Am Wenn Anfang, Öl da ist? Aber ah, okay. Auf 20% geht es insgesamt. Da pendelt es sich ein. Naja, ist ja immer ein etwas. Hey, die Ökobilanz hat sich bereits um 7 Punkte verbessert. Das dauert halt echt lange. Ja, ich stelle mich jetzt erstmal auf eine Hungersnot bei mir ein. Möchtest du günstigen Fisch kaufen, Felix? Ganz günstig. Soweit kommst du, dass ich mich von dir abhängig mache. Was missfällt dir daran? Keine Ahnung, hier geht es irgendwie um Prinzipien. So, gut, da ich ja wieder ein bisschen Geld auf dem Konto habe, wird es, glaube ich, Zeit, mal einen Share von Vadim zurückzukaufen. Ich finde es irgendwie sehr merkwürdig, dass er nur von dir die Shares kauft. Der will meine Ölinsel haben. Der will nicht, dass ich Öl von anderen Quellen als von ihm beziehe. Ja gut, das sagt er mir auch immer. Andererseits, du hast ja auch eine dezente Ölinsel mit einer Ökobilanz von minus 514. Den Leuten da geht's perfekt, die haben perfekte Arbeitsbedingungen. Also ich finde mal auf die Insel könnte er sich stürzen. Mein Gott, jetzt geht's aber doch ganz gut ab. Ah, Vadim verliert jetzt gleich seine Schiffswerft. Ach ja, jetzt fällt mir auch wieder auf, wie schön viel Bauzellen die Unterwasserwelt verschlingt. Das ist tatsächlich immer so ein kleines bisschen nervig. Sei dann auch nicht so schlimm. Denn die Produktion ist ja da, es muss nur geliefert werden. Gleich hier alles drauf. Okay, wie sieht's eigentlich mit den Amigos aus? Haben die genug zu trinken? Offensichtlich nicht. Nope. So, ich glaube, ich nehme das gleich mal als Thumbnail mit der Ölpest. Nein, okay. Mann. Eigentlich nicht mehr aufsteigen. Do you have any idea how hard it is to have to say no to your kids all the time? Okay. Oh, wir haben nur 2 Energy Drink Factories, das reicht nicht. Okay, die Ökobilanz ist jetzt bei nur noch minus 410. Das ist doch schon mal eine... Ja, das interessiert bloß meine Fischereien nicht. Das ist das Problem. Solange auch nur ein bisschen Ölpest da ist, ist die Produktion auf 1/5 reduziert. Ah, okay. Ja, das heißt, während ich also die Schnapskrise in den Griff kriege, habe ich halt keinen Fisch mehr. Deswegen, das ist so ein bisschen sehr kacke.
But I'll continue to do my best. Aber egal, das passt schon alles irgendwie. So, ich muss irgendwann auch noch Shares mal von meiner Tech-Stadt kaufen, weil die wird ja langfristig auch bloß wertvoller. Ja, also ich finde die Kosten, also die Anteils-Dividenden steigen schon ziemlich krass mit der Anzahl der Modulen, die du da drauf packst. Wie viel habe ich jetzt momentan? 700 die Tech-Stadt und da ist noch nicht viel drauf an Prototypen. Gut, meine Ingenieure sind jetzt unzufrieden und verlassen die Stadt. Hey. Warum das denn? Ah. Kein Fisch? Ja. Und dir anbieten, etwas nein, zu kaufen? Nein, 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 vergiss es. Lieber gehe ich pleite. Die kommen doch eh alle wieder, wenn es soweit ist. Halt auch das Mindset, was ich bei Krankheit etc. habe. Die kommen doch eh wieder. Beziehungsweise Alkohol ist ihnen auch gerade ein bisschen ausgegangen. Auch wenn da die Produktion inzwischen wieder bei 70% ist. Weil hier wäre es vielleicht sinnvoll gewesen, wenn ich Lagerhäuser gebaut hätte, um halt Notfallreserven einzulagern. Ich meine, es ist ja. Es ist ja schließlich kein neuer Fakt, dass Vadim halt direkt neben mir eine Seeinsel hat und ja. Er regelmäßig im Krieg mit Hector liegt. Wie breit sind diese Fabriken? 4. Ist ja auch egal, fangen wir wenigstens schon mal mit der Hummerproduktion an. Die ist natürlich auch deutlich reduziert, ne? Dank der Ölpest. Genau, die ist bei Null. Das ist bei mir keine Wahl. Die ist tatsächlich bei Null. Gold, nein, haben wir nicht. Haben wir hier Gold? Ja. So, ist jetzt natürlich die Frage, wo habe ich mein großes, fettes Transportschiff? Das wäre nämlich mal sehr interessant zu wissen. Bau doch einfach ein neues. Von den Teilen kann man gefühlt nie genug haben. Das ist wahr, mal abgesehen davon, dass es dir total viele Bonuspunkte bei Rufus einbringt. Ja. So nach dem Motto, hey, du hast eine mega geile Handelsflotte. Immer eine ab. So, Alkoholproduktion ist jetzt schon bei 78%. The work here has really burned me out. Das wird doch wieder. Ja, aber ein Fünftel meiner Ingenieure hat mich bereits verlassen. Ich sag's mal folgendermaßen, vorhin hatte ich ja erstmal eine Menge Ingenieure gehabt und die sind alle ausgezogen. Als ich kein Plaster mehr hatte. Ja, ist natürlich kacke, ne? Ja, aber es erholt sich alles wieder. Da braucht man sich gar keine Sorgen drum machen. So, ich habe jetzt auch endlich mal das Finanzzentrum platziert. Vielleicht sammelt mir das ja noch irgendwie Pluspunkte. Das ärgert mich aber jetzt, dass jetzt so quasi der Großteil der Episode dafür drauf geht, dass ich hier beobachten muss, wie meine Stadt zugrunde geht. Ja, ja. Oder irgendwie, es sieht trotzdem ganz hübsch aus. Was heißt trotzdem? Effizienz, Hust. Nein, es ist natürlich nicht sehr ineffizient. Es ist nur schwieriger zu bauen, gefühlt. Was meinst du jetzt? Als das, was ich einfach hinkloppe. Also. Statt Layout. Na gut, vielleicht hätte ich mich doch besser auf die ganze Reihe vorbereiten sollen und das Layout, das ich hier ja in der Vorbereitungsstaffel selbst entwickelt habe,
Weil das hatte, war ja tatsächlich gar nicht mal so kacke. Cool. Na, vielleicht werde ich das für die Ecos benutzen. Ein Plan. Doch immer noch kein Schiff. Gut, also. Dann fangen wir mal an. So, das heißt also, ich kann zwei große Gourmet-Menü-Layouts versorgen. Okay, das kriege ich hin. Muss man halt aber auch echt so ein bisschen aufpassen. We're all just trying to survive. Just each in his own way. Ach, Hector, halt doch die Fresse. Will schon wieder Geld haben, der Penner. Dein Lieblingsspiel. So, talk already. See, that didn't hurt a bit. So, also. Jetzt muss ich natürlich wieder hoffen, dass ich mich nicht verzähle. Eco-Balance. Values rising. Okay, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ach du Scheiße. Was? Ja, auf der Insel gibt's jetzt sauren Regen, wo ich gerade mit den Ecos anfangen wollte. Naja. Ja, ich glaube, das muss jetzt noch ein bisschen warten, ne? Naja, zumindest müssen die auf ihren Tee noch ein bisschen warten und auf ihren Fisch offensichtlich ja auch. Da gibt's ja auch noch nicht so viel. Hey, 5%. Nein, das ist wegen der Energie. Ich kann mich ja mal an saubere Energie versuchen. Aussehen tun die Windkrafträder ja schon. Und mit ein bisschen Unterstützung von Kohlekraftwerken wird das schon wunderbar werden. Okay. Also in dieser Stadt würde ich gerade echt nicht gern leben. In welcher Stadt lebst du nochmal? Berlin? Ja, okay. Oh, falsche Bevölkerungseinheit. So, gut. Naja, mein Gourmet-Layout ist ja allgemein bekannt, weil das ist ja schließlich eines der, die ich online geklaut habe. Ist aus. Okay, so, machen wir mal hier eben weiter. Wir können ja gegebenenfalls, wenn du Bock hast, nachher wieder ein bisschen Supreme Commander spielen. Ja, das klingt eigentlich nach einer ziemlich guten Idee. Ja, können wir mal schauen, ob wir noch andere Leute... Ich glaube, da würde ich mitmachen. Ja. Können wir schauen, ob wir noch andere Leute mobilisiert kriegen? Ja. Na, kann sich jeder an deinem beschissenen Englisch erfreuen? Oh mein Gott, was ist hier mit der Energie los? Ja, nee, ist auf jeden Fall eine Sache, die kann man machen. Gut, so, dann... Erstes Gourmet-Layout fertig. Das sieht doch sogar ganz passabel aus. Das werde ich jetzt gleich mal unter die Lupe nehmen, was du da produziert hast. Es sieht ganz hübsch aus. Das muss man dem Ding lassen. Allerdings hat es auch 6 Trüffelfarmen und das heißt so viel, wie du kannst. Ja. Auslasten. Okay.
Was hast du? Du warst gerade ein bisschen abgeschnitten. Entschuldigung, das heißt, du brauchst jetzt anderthalb Hummer. Und ich habe 3. Das heißt also, ich baue 2 solche Layouts und krieg damit 6 Gourmet-Menüs und damit 5000 Engineers versorgt. Klingt doch gut. Soweit zumindest die Theorie. Ja, die Praxis gestaltet sich ja gerne mal noch ein bisschen anders. So, das heißt natürlich, ich komme in dieser Episode nicht dazu, auf Champagner zu setzen. Eieiei, was ist denn hier los? Irgendwas ist hier ganz doll faul. Die ganzen Drinks. So, da haben wir jetzt den hier. Ja, natürlich geht mir der Beton aus. Das Schiff ist irgendwie verbuggt. Wo denn? Was denn? Moment, ich würde... Ne, jetzt geht's wieder. Also ich finde ja den sauren Regen durchaus sehr hübsch anzusehen. Ach. Ich finde es auch sehr geil, wenn es regnet, dass dann auch Reflexionen auf den Straßen anfangen, etc. Wobei, ich glaube, es ist nur bei dem positiven Regen. Nee, auch hier. Hier sieht man tatsächlich Reflexionen. Kleines bisschen, ja. Ja, natürlich sieht man es besser, wenn da nicht so viele dichte Wolken sind. Sprich, beim positiven Regen. Aber ja, da ist auch ein Wassershader drauf. Vergessen, dass hier immer noch keine Fische vorhanden sind. Ups. Na, Fische kannst du ja einfach verschiffen, also... Die hatte ich auch gerade gehabt. Vor allem, weil wir auf der Hauptinsel noch eine ganze Menge haben sollten. Cool. Das ist hier mal ein bisschen... Nein, tatsächlich nicht. Das Problem ist, dass die hier keinen Zucker mehr haben. Ja, das ist dann natürlich Kacke. Oh, alles klar, ich sehe warum. Eine Hafenmeisterei, wo die sich ihr Zeug geholt haben. Wurde von Hector geplättet. Ist natürlich sehr ungünstig. Was auch ungünstig ist, dass ich nicht weiß, dann gebaut richtig. Schön. Und jetzt weiß ich auch wieder, warum, weil ich kein Carbon hatte. Die Kette, ey. Ja, das ist da natürlich Mau, ne? Bird. Aber was nicht Mau ist, ist die Bilanz. Die 13.500. Ja, meine, die siedet hier so bei 1.000 rum. Wegen der Ölpest. Eieiei. Na gut, jetzt ist er vorbei. Ja, jetzt wird sich langsam alles wieder erholen. So, mein Ziel, die Genies zu erreichen, wird wohl doch nicht so ganz erreicht. Ja, genauso wie mein Ziel, die Ingenieure glücklich zu machen. Also ich würde sagen, wir haben beide einen ordentlichen Fehlschlag fabriziert. Das stimmt. Wobei ich mich dann sicherlich darauf freuen darf, in der nächsten Folge direkt am Anfang wieder. Ja, fick dich. Dieses Ziel erreicht zu haben. So. Muss ich mal unbedingt die anderen Straßen hier hinsetzen. Die Straßen, die ich jetzt zukünftig baue, noch. Ja. Die Schnellstraßen sehen mich echt cool aus. In der Tat. So. Eieiei. Das ist nicht gut. Mir geht die Kohle bald aus. Ja, aber und das hast du auch schnell entsprechend produziert. Also das ist ja kein Ding. Ja, das ist nicht das Problem. Das Problem ist, dass die 4 Socke jetzt noch für 20 Minuten gesperrt sind. Und es gibt keine Möglichkeit, diese Items irgendwie rauszubrechen. Wieso sind die für 20 Minuten gesperrt?
Aber Steuerungsmodule 30 Minuten laufen. Ah. Ja, das passiert halt, wenn du alles gleichzeitig aktivierst. Kannst du dir vorstellen, wie viel Mitleid ich habe? Kein bisschen. Exacto mundo. Aber das ist alles kein Problem, denn wir haben in Kürze auch Genies. Und dann haben wir zwei weitere Sockel. So, ich habe jetzt mein zweites Gourmet-Menü-Layout platziert. Jetzt müssen nur noch die erste Lieferung an Hummer ankommen. Wann bin ich eigentlich auch schon zufrieden? Boah, hast ja die Ökobilanz da unten bei deiner Ölinsel ja noch weiter gedrückt. Minus 578. Naja, wenn schon, denn schon, nicht wahr? So, du bist doch irre. Warning. Fire discovered. War mal wieder ein Forscher zu blöd zum Kochen. Es brennt mal wieder. Immer diese Forscher, ja? Unerhört. Ja, das ist... Ehrlich. Immer diese Forscher. Discovered. So, was auch echt enttäuschend ist, oder vielleicht gar nicht mal so ist, dass wir schon am Ende angekommen sind. Wieder einmal. Ja, das muss jetzt aber kurz warten. Ich mache jetzt erstmal meine Gourmet-Produktion. Wieder einmal? Ja, wieder einmal. Ist mir scheißegal jetzt. Ich will das auch in Sinnabschnitte unterteilen. Gibt auf jeden Fall alles. So, shit, die Kohle ist alle. Ich werde es vergessen. Das heißt, es muss jetzt sowieso noch einen Moment warten. Es genau. Muss sein. Insofern ist es auch in deinem Sinne. Ich brauche noch anderthalb Minuten. So, und jetzt werden die Hummer geliefert. Gerade mal 9 Tonnen, klar, weil die meiste Zeit habe ich ja nichts produziert. So, bei den Ingenieuren setze ich jetzt mal die Steuern eben ein bisschen herab. Damit wieder 1000 Leute einziehen. So, auf die Arbeiter erhöhe ich jetzt auch die Steuern. So, Sokov hat sich zwischendurch keinen weiteren Share von mir geholt. Das finde ich ja schon mal klasse. Irgendwann muss ja auch mal genug sein. Och, der kommt wieder. Das vermute ich auch. Ah, da habe ich absolut keinen Zweifel. Der Pisser kommt wieder angeschissen. Was ist los? Explosion im Forschungslabor. Oh mein Gott. Eieieiei. Leider nur eine mittlere. Leider nur eine mittlere Tech-Katastrophe. Größer werden die, glaube ich, gar nicht. Echt? Aber man kann doch den Schwierigkeitsgrad dann noch weiter erhöhen. Da wird die Explosion nicht größer, nur die Wahrscheinlichkeit, dass eine auftritt, ist höher. Echt? Das finde ich ja mau. Ich hoffe, dabei ist nicht mein Kohlehobel drin. Nein, war nicht. Ich hätte irgendwie. Es hat sich alles zum Guten gewendet, Felix. Alles ist in Ordnung. Ja, ja, alles zum Guten, mein Arsch. Ganz ehrlich. Gut, dann mache ich mal ein Thumbnail hier von diesem wunderschönen Layout. Und du hast ja sicher schon alles vorbereitet für deine Kohle. Nicht so ganz, aber jetzt musst du mir die Minute auch noch geben, weil ich bin mir hundertprozentig sicher, dass ich das vergessen werde sonst. Genau deswegen sollte ich dir die Minute eigentlich nicht geben. Ja, ja. Ja, ich meine, du hast inzwischen fast doppelt so viele Punkte wie ich. Ja, andererseits, es wird wahrscheinlich auch nicht ganz funktionieren, weil ich nicht schnell genug zu den anderen, zu den Genies aufsteigen werden kann, vermute ich zumindest. Wir werden sehen. Soweit ich sehe, ist deine Eco-Stadt so ziemlich tot. Ist doch ein super Thumbnail, die Geisterstadt. Ja, die sieht aber klasse aus. Ja, also wie konntest du es nur geschehen lassen, Henne? Ich bin absolut enttäuscht von dir. Dann am besten effizientes Wirtschaften bedeutet nicht immer gut für die Bevölkerung, ne? Richtig, da sind wir auch direkt an der tollen Stadt bei den Executives. Die heulen nämlich auch alle rum. Smiley Faces oben drüber gammeln. Aber ja. Egal, was wollte ich machen? Ich wollte die Unterwasserwelt heute mal screenshotten. Das wäre doch voll der Hammer.
raus. Die ganzen Schwammzuchten. Ich habe gerade was anderes verstanden. Ich spreche es nicht laut aus. Alles klar. Ich denke... Ich bin halt nach wie vor ein primitives Schwein. Ja, sind wir das nicht irgendwie alle? Na, ich weiß nicht, ich habe das Gefühl, manche Menschen sind durchaus etwas zivilisierter, als ich es jemals sein könnte. Können die Folge beenden, nachdem ich mein Schiff ausgewählt habe? Ja, also ich habe bereits ein Thumbnail ausgewählt. Ich auch. So, und Vadim Sokovs Hafen wurde komplett von Hector weggeballert. Wieder. So, ich denke, auch ich sollte dann bemerken beim nächsten Mal anmachen des Spiels, dass da irgendwas falsch ist. Das ist ja Ausrufezeichen. Sag mal, Vadim. Und die Energie ist... Da ist der gute Mensch schon wieder. Kleiner Schmalspur-Wichser. Felix, ich wäre soweit. Okay, Schlussformel. Bla, 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 Schlussformel, bla. Also, ihr wisst Bescheid, über Daumen hoch freuen wir uns natürlich beides immer ein klasse Feedback und gibt den Videos auch ein bisschen mehr Reichweite, weil sie ja dann relevanter wirken. Und ja, falls ihr Feedback, irgendwelche Anregungen, Vorschläge für Zwischenziele oder irgendwelche Themen, die wir diskutieren haben, der will mich doch verarschen. Der will mich doch verarschen! Ein wunderbares Abschlussereignis. Ich werde hier langsam echt aggressiv. Weißt du, deine Eco-Insel ist genauso weit weg von der Euspil. Und das war deine Idee, ihn hineinzunehmen. Ich wusste ja nicht, dass er so dauerhaft im Glitch Protector ist. Okay, das heißt also, ich werde keine Energy Drinks haben und kein Gemüse. Yay! Wobei, das Gemüse kann ich ausgleichen, ne? Das sinkt ja nur um 50%. Insofern geht das. Also, doch, das kriege ich. Kaffee ist halt um 75% down. Also ja, ich finde allein schon dafür, dass es mir in dieser Episode so kacke ging mit all dem Öl und so weiter. Obwohl, es war die Episode davor, oder? Nee, das war diese tatsächlich. Ja, ich habe zwei Thumbnails geschossen. Stimmt. Ja, aber ich finde, allein schon dafür habe ich ein paar Mitleid-Subscription verdient, oder? Und damit verabschieden wir uns für heute und wünschen euch noch einen wunderschönen Tag. Ciao. Ciao.